So, epische Kampfmusik. Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Battle. Diesmal gegen meinen Brudi, den Poké-Pro-Tag, aka Emre. Es wird voll abgehen. Wir kämpfen hier mit zwei Mortipots gegeneinander. Und wer die meisten Punkte hat, wird natürlich das Rennen machen. Ich wünsche dir schon im Voraus Glück. Checkt auf jeden Fall seinen Kanal und sein Video ab. Ist in der Videobeschreibung. Die Punkteverteilung ist wie folgt bei unserer guten Mortipod Collection. Die Reverse Rares bringen 1 Punkt. Holos 2. Eine V- oder GX-Karte bringt 3 Punkte. Eine V-Max oder Full-Art-Karte bringt 4. Eine Rainbow oder Secret Rare bringt 5 Punkte und eine Goldkarte bzw. Shiny-Karte oder eine goldene Pokémon-Karte wie Motineba oder Mauzinger bringen 6 Punkte. Also machen wir mal hier die wunderbare Mortipod Collection auf und ballern mal hier uns zum Sieg, würde ich sagen. Also let's go! Let's go! Was hier drin ist, ganz klassisch, eine Jumbo-Karte. Schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen, es gibt ja keine Jumbo-Karten auf der Welt. Nein. Eine Mortipod KT ist die Promo KT. 170 KP mit Wunder-Teekanne und Gedankenverbiegung. Und vier Booster, darunter einmal Welten im Wandel, einmal Stunde der Wächter und zweimal Clash der Rebellen. So, das finde ich immer schön. Sie machen die Karten mittlerweile so rein, Na dass man Gott sei einfach Dank. dieses Teilchen hier rausnehmen kann und tschüss. Und die Karte im Prinzip in die Hand fällt. Die Festgeklemmten waren des Öfteren Weil sehr meistens verbunden. hatten wir bei den Festgeklemmten nicht immer Glück gehabt, die so ordentlich rauszubekommen. Naja, und dann ist das schon mal ordentlich. Naja, die Sandern waren dann so gebogen, so ganz Die komisch. waren Das hat aber echt schon in keinen der Spaß Packung gemacht. gebogen. Und die waren auch schon in der Packung dann manchmal so Weil lädiert, das sah einfach nicht schön aus. sie einfach total reingeklemmt waren. So, an der Ecke seht ihr natürlich wieder die Punkte, die wir uns hier ergönnt haben. Ja, hier haben wir schon eine Mortipod V gezogen. Ist ein bisschen groß geraten, aber es sind schon unsere ersten Punkte. So, die Codekarte ist wieder hier. Gibt Zugriff online auf Mortipod V, nehme ich mal an. Werde da wahrscheinlich irgendwann erfahren. Ich glaube, irgendwann muss ich mal die ganzen Codes einlesen. So, zweimal Clash der Rebellen, Welten im Wandel, Stunde der Wächter. Ich fange mit Stunde der Wächter an. Ich mache hier diese Reihe so. Und dann schauen wir mal, ob uns das Glück heute war. Oh. Ich mach's mal wie im Mist, Cetra. Ich öffne meine Packs verkehrt rum. Soll ja Glück bringen. Ja, dich meine ich. Für diesen kleinen Insider schaut einfach die Figurenkollektion Videos an. Dann werdet ihr aufgeklärt sein. So, eine Pflanzenergie. Ein Walband. Feldgebläse. Mogelbaum. Dann haben wir noch ein Weilmar. Velursi. Paragoni. Ist keine Zeit zum Gehen hier. Das ist ein hartes Battle. Ich bin müde, es ist Dann hier spät. Marmolida. Und Coriogel. Ich sage immer irgendwie Marmolide dazu. Und dachte immer, es ist die Entwicklung von Liebeskuss. Also das war schon ein Schlag ins Gesicht, dass das nicht die Entwicklung ist. Weil im Prinzip sind ja beides so Herzfische. Wie man auch immer das nennen mag. Clash der Rebellen. Jetzt geht's ab. Es geht ab. Es geht ab. Ab, 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 ab. Okay, das geht ab. So. Wieder eine Pflanzenergie. Mebrana. Eine Fangenergie ist auch ganz cool. Plaudergeil. Skunkapu. Jetzt spioniert sie wieder an der Seite. Marbula. Kann ich nur nicht, Wingull. weil du das komisch Natu. schießt. Tja. Keine Chance diesmal. Schmerbe. Pokusan ist der erste Punkt, oder? Ja, es ist eine Sternenkarte, Tatsache. Und Kapaloras ist die Nummer 2. Aber wir haben jetzt einen Punkt hier weggesnackt, ein Pokusan. Aber hier ist so ein Printlein irgendwie drin. Hier, das sieht man richtig. Ja, oh, hässlich. Uiuiui. Also seht ihr das auch? Das ist so ein kleiner. Sieht aus wie Kratzer. Ja. Ein Punkt. Aber ihr müsst ja auch wissen, in Battles bin ich immer so krass. Ich versuche das Schwierigste, und zwar ich versuche immer die Punkte möglichst gering zu halten. So. Weil wir sind nett. Oh, komm nicht klar. Dafür gönnt euch den Code.
Ich werde es nicht tun. Hodges, du fliegst weg. Löst ihn ein. Sagt mir, was ihr rausgezogen habt. Das wäre auch mal spannend. Eine Kampfenergie. Eine Rollerskaterin. Rollerskaterin. PB. Ambidiffel. Krabbox. Nur hören Sie doch mal auf, hier immer die Gainer zu machen. Oh, das Packlack ist damit aufgehoben. Lampi. Gar nicht. Azurill. Oh, sehr süß. Ihr häkelt da, dann krieg ich Hieronymus. Maho und Tracy in der Tech-Team. Und Amaldo. Aber die sehen fein cool aus. Ich mag diese Tech-Team-Trainerkarten. Bescheren uns aber leider keinen Punkt. Ach, ein Punkt haben wir, Mann. Es war immer, wir steigern uns. Clash der Rebellen, let's go. Wir gehen hier mit einem Punkt raus. Oh Gott. Das ist schon aber, typisch. Aber ich find's geil. Ja, schon alleine wegen Mortipot haben wir eigentlich gewonnen. So. Egal. Aber auch wegen Maho und Tracy und Pokusan. Dabei sein ist alles. Naja, oder? Eine Wasserenergie. Skuntank. Ein Hyperheiler. Ich wusste gar nicht, dass der im Set drin ist. Sanya. Eine der Waifus aus Washi. Duddelgur. Hier haben wir Flampion. Primova. Zählt mal bitte die Gainer und schreibt es in die Kommentare. Sichlor. Nasgnet. Olanga bringt uns wenigstens den zweiten Punkt. Und Riffex lässt es auch bei dem zweiten Punkt. Aber ich glaube, Olanga hat mir schon mal in den Pre-Release-Kits so einen Reverse gehabt. Damit haben wir zwei Punkte! Schlag das, Emre! Versuch das zu schlagen! Überbiete uns! Komm! Merkst du was? Immer wenn du Pack Battles machst, ist nur Scheiße da drin. Ja, also in Pack Battles, bin ich richtig stark. Das macht Bam und dann ist da vollkommene Zerstörung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diese vollendende Zerstörung anzugucken. Also wir haben jetzt schon ordentlich hier die Puls rausgesnackt. Wir können uns nochmal schön Mortipot angucken. Ist das einzig Schöne. Das ist schon cool. Schaut bei Emre vorbei. Ach, der wird Scheiße. Bestimmt wieder hier mit seinen Goldfingern hier irgendwas raushauen. Aber hoffentlich sind wir die Gewinner der Herzen. Also Leute, falls es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Die Liebe. Und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns in den nächsten Videos. Bis dahin und macht's gut. Euer Xetra. Tschüss.